Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zum Landwirtschaftssimulator 23. So. Macht man mal eine Pause, speichert ab und dann passiert, dass sie natürlich all ihre Arbeit beenden. So, wie sieht's hier aus? Der kann noch nicht, genau. Der muss noch. Muss ich meine Katze ganz kurz vertreiben? Genau, ja, wir haben jedenfalls ein bisschen Geld verdient. Mit unseren Hühnern in der letzten Folge und das ist ein Witz, ne, dass er wieder da das Stück auslässt. Mache ich das mal ganz kurz. So. Mache ich hier den Anfang. Gut ist, dass die Sachen auch nicht kaputt gehen können, aber ich glaube wahrscheinlich in der PC-Version gehen sie kaputt. Jawohl, das wollte ich haben. Ich habe gerade am Wenden, das passt. Hier muss ich warten. Hier habe ich verkauft. Eier sind noch nicht zum Beladen da genügend. Hühner kaufen verkaufen brauche ich nicht. 0 Monate, 1 Monat, 50%. Das passt alles, okay. Das heißt, Preise, Fahrzeuge, Tiere. 460 Eier habe ich zurzeit. Das ist nicht gerade viel. Meine kleinen Helferlein. Gut, sagen wir es mal so, der Stundenlohn oder der Tageslohn von denen, ne, ist ja schon mal nicht schlecht. Der ist sehr gering. Also, wenn man so, ne, landwirtschaftlich das alles betreiben kann, bin ich dabei. Das hier läuft alles. Und hier sind beide unterwegs auf dem Feld hier, ne? Genau. Ich meine, 16 Grundzahlung. Man muss das ja auf den Monat rechnen, ne? Also, was ich da im Monat an Kosten habe, das ist gering. Um es mal so auszudrücken. Aber das heißt, trotzdem erstmal Geduld haben, bis diese Palette hier voll ist. Ich mir den Stall leisten kann. Das heißt, ich sollte also als nächstes erstmal gucken, ob ich hier nicht sowas wie einen. Den Mähdrescher habe ich ja schon. Das ist ja der da. Ein Feldhäcksler, wofür ist der? Mit Feldhäcksler können die angegebenen Fruchtarten geerntet werden. Zusätzlich wird noch ein passender Feldhäcksler-Schneidewerk benötigt. Okay, Kartoffeltechnik. 46.000, aber ich brauche das Fahrzeug dazu, ne? Oder kann ich den überall dranhängen? Ich glaube, den kann ich überall dranhängen. 46.000. Mit diesen Seeschienen können Kartoffeln angepflanzt werden. Und das ist dann die Erntemaschine. Super. Also ich brauche mindestens 650.000. Na, das ist ja toll. Oliventechnik. Mit einem tiefen Lockerer, alternativ zum Flug,
kann man Felder für die nächste Saat vorbereiten. Dieses Gerät eignet sich perfekt für den Trauben- und Olivenanbau. Mulcher dienen dazu, um die Stoppeln zu zerkleinern. Dieses Gerät eignet sich perfekt für den Trauben- und... Okay. Was bist du? Achso. Düngerspritzen werden für die Erntesteigerung von Feldern genutzt. Du bist... Ich drücke mal das Falsche. Miststreuer werden für die Ertragssteigerung von Feldern benutzt. Dieses Gerät eignet sich perfekt für den Trauben. Okay. 306 kostet der. Na. Forstmaschine. Mit dieser Maschine fällt Bäume und schneidet sie auf, Diese Maschine fällt Bäume und schneidet sie auf Länge. Diese Maschine dient dem Transport von Bäumen. Ja. Mit dieser Maschine können Baumstümpfe abgefräst werden. Das sind ja Preise, da schlackern einem ja die Ohren. Maisflüger. Was kostet der denn? Details. Ein Schneidewerk wird von Dreschern benötigt. Dreschern. Das Tolle ist, man kann gar keine Drescher kaufen. Mähdrescher. Okay. Stimmt, mit dem. Das heißt, rein theoretisch... Oh, ist ja schon spät. Huch. Wo ist die Zeit hin? Habe ich jetzt schon hier eine dritte? Nein, habe ich natürlich nicht. Das heißt also, ich könnte gegebenenfalls Mais anpflanzen, wenn sich das lohnt. Der ist da. Wo ist der andere? Ah, der kommt da. Okay. Also, wenn ich... Ich gehe mal beiseite, nicht, dass er mich gleich umfährt. Wenn ich die Preise mal vergleiche und dann sowas wie Mais nehme, dann lohnt sich das gar nicht. Da macht ja Hafer sogar bei weitem mehr Sinn. Nur dauert Hafer halt länger, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Schlafen? Die schlafen alle. Wo ist mein Hahn? Ich soll hier drin übrigens 30 Hühner haben, möchte ich ganz kurz erwähnen. Da ist mein Hahn. Helfer B hat die Arbeit erfolgreich beendet. Du bist Helfer B, ne? Genau. Das heißt, du kannst jetzt erstmal Feierabend machen. Und dich auch schon mal positionieren. Ihn positioniere ich hier in der Nähe. So. Er arbeitet noch. Achso, ist neuer Tag. Okay, gut, passt. Ich weiß jetzt nicht, ob das da drüben fertig ist, aber... Wir fangen trotzdem mal an. Ja, macht Sinn. Ernten während es regnet reduziert den Ertrag. Ja, ja, ist mir klar. So, mit dem kann ich mich schon mal positionieren.
So. Muss so machen, dass die sich gegenseitig nicht blockieren. Okay, das müsste ja jetzt passen. Das müsste jetzt passen. Platztechnisch. Platztechnisch passt das schon mal, das ist gut. So, wie sieht es denn mit den Hühnern aus? Da sind jetzt wieder einige älter. Schauen wir mal. 100, 0%, 0%, 0%. 7 Monate. Okay, können wir verkaufen. Für einen Huhn mache ich jetzt keinen Hehl. 6 Monate, 50%. Die brauchen noch, brauchen noch, brauchen noch. Das sind dann die nächsten, die dran sind. Okay. Ah, trotzdem. Meine dritte Stufe auf der Palette haben sie noch nicht voll. Was natürlich dann wiederum ärgerlich ist. Okay. Ich frage mich echt, warum das nicht angefangen hat. Wow. Also ich fand die echt wie die wie bescheuert fand ich hier. So, wie sieht es hier drüben bei dem aus? Der fährt. 24 Euro Lohn. Die dritte Palette ist leider noch nicht da. Und hier können, glaube ich, auch mehrere Eier nebeneinander. Helfer D wird durch ein Objekt blockiert. Hier stimmt doch schon mal was gar nicht. Ah, falsche Taste. So. Muss ich das hier nochmal alles anpassen? Meine Güte. Bis da hinten hin. Das Uptime, das muss ich hier wahrscheinlich noch ein bisschen üben. So. Jetzt ist es weg, okay. Ich weiß, ich fahre hier wie eine Sau, aber... So, 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 schön platzieren. Und jetzt macht er weiter. Sollte es aber vom Abstand her passen. Meine Güte. Er hat noch ein bisschen was vor sich. Na komm, jetzt solltet ihr euch wirklich nicht mehr blockieren. Also wenn ich jetzt noch blockiere, dann weiß ich es bald echt nicht mehr. Geht doch. So, wie... Wird gespeichert, okay. Wie sieht es mit den Eiern aus? 515 Stück.
Also, da haben wir noch einiges an Kapazität, bis wir das voll haben. Aber was wir machen können ist, ein paar Eier holen, ein bisschen Getreide holen und das platzieren. So, dann fahren wir jetzt hier einmal im Kreis wieder. So wie ich das immer gerne mache. So, hier ganz knapp dran vorbei an der Palette. Auffüllen. Mal schauen, wie viel da rauskommt. Keine Kapazität mehr. Das heißt, es ist auch aufgefüllt. Die haben wieder genügend zu essen. Und wieder hier schön rein. Okay. So, dann platzieren wir uns hier wieder. Schauen hier zu, wie die hier das gerade machen, ob er das auch hier ordentlich macht. Das sieht doch gut aus. Er ist auch jetzt bei seinen letzten Bahnen. Und er hat auch nicht mehr viel vor sich. Ich würde sagen noch 3 Bahnen. Einmal zurück und jetzt geht's vor. Achso, warum fahre ich eigentlich? Weil ich für Abwechslung sorgen wollte, ne? Oh, 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 oh! Yay! Die Palette wird voller. Es dauert zwar nur ein halbes Jahr, bis das mal voll ist, aber hey. Mit 30 Hühnern. Ich würde mal interessieren, wie man hier gegebenenfalls das voll kriegt. Ich glaube, er fährt jetzt seine letzte Bahn, wenn ich das so richtig sehe. Schön zugucken, wie das hier alles wird. Ist cool. Ich weiß gar nicht, wie schnell der fährt, aber ich bin schneller wie er. 12 km/h und das im Seitwärtsschritt. Sollte man nochmal lobend erwähnen. So, und dann geht es weiter zum nächsten Feld, wo er dann gleich weitermachen kann. Ja, und so geht das Ganze halt, wie ich auch schon in der letzten Folge das gesagt hatte, immer und immer wieder weiter. Und das ist halt ein ewiger Kreislauf. Und das machen halt gerne einige machen sowas halt gerne. Ich finde es halt dann irgendwann, ich sag jetzt mal, naja, geht so, ne? Aber es ist trotzdem eine Erfahrung, die man sammeln sollte, wenn man mal so ein Spiel spielt. So. Okay, der ist positioniert und kann jetzt hier fahren. Das heißt, jetzt haben wir 3 Traktoren auf dieser Strecke hier. Und er fährt jetzt seine letzte Bahn, glaube ich. Das ist seine letzte Bahn. Und dann können wir gleich mal gucken. Viel ist es jetzt nicht, was ich da geerntet habe. Das sind halt auch so Sachen, die fehlen mir jetzt irgendwie so, diese Informationen. Wie viel hat er jetzt drin? Gut, ich kann wahrscheinlich hier gucken, Fahrzeuge. Ne, nur Betriebszeit. Ja,
Einsteigen. Habe ich zwei von denen? Okay. Auf Karte zeigen. Ah. Das ist echt schade, dass man das nicht sieht. Wetter. Klar, kann man sich mit auseinandersetzen. Wie viel Grad und so weiter. Aber irgendwie, glaube ich, habe das keinen großen Einfluss auf das Spiel, glaube ich. Produktion sehe ich gar nichts. Preise sehe ich nur. Ich sehe nur, wie viel Gerste ich habe. Hafer sehe ich noch nicht. Obwohl er jetzt gerade schon Hafer hat. Aber es ist halt nichts im Lager, sondern halt irgendwo anders. Ah doch, ich könnte ja schon mal gucken, wo gibt es den Hafer am besten ab? Getreidemühle. Feed and Grain Nord und Süd. Okay. Was hat er denn jetzt vor? Was hat er vor? Geht er jetzt auf das nächste Feld oder was hat er vor? Hier ist doch gar nichts mehr. Hey, ich bezahle dich gerade dafür, dass du nichts machst. Was macht der? Da ist doch gar nichts mehr. Yay, er hat sich nur besser platziert, okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, was gibt mir das hier genau? Wie viel kriege ich hierfür? So, hier außen lang fahren. So. Oh, ein bisschen daneben. Dann positioniere ich den jetzt schon mal wieder um. Hui, es wird hell. Ist schön, dass hier so keinen flüssigen Übergang gibt, sondern einfach nur hell, Punkt. Ja, konnte man hier schon abfarmen. So. So, dann mach du mal weiter. Ihnen geben wir jetzt den Auftrag. Liefern. Feed and Grain Nord. Job starten, starten. Okay. Drei Paletten Eier. Ach, drei Stapel Eier auf einer Palette. So. Wie sieht's aus? 7 Monate, 0. Null Monat, 90%. Ach, das war ein frisch geborenes Huhn. Ah, das heißt, dafür habe ich gar kein Geld ausgegeben. Okay, das ist natürlich dann nice, ne? So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Den da wollte ich sehen, ne?
Das könnte aber eng werden. Könnte da vorne hingehend eng werden. Also mindestens einmal sollte ich dann wahrscheinlich schlafen. So, ich übernehme mal. Kostet mich dann weniger. So. Dann entladen wir. Ja, für das bisschen gab es schon nicht schlecht, aber es könnte auch besser sein. Sind wir mal ehrlich. Gut, ich hatte auch nicht so eine ertragreiche Ernte, weil ich es halt gleich wissen wollte, ne? Nun gut. Also, das Spiel kann man rein theoretisch so im Hintergrund laufen lassen, ab und zu mal gucken, wie geht es den ganzen Sachen, was ist gewachsen. Und dann einfach nur den Job starten und, ja, keine Ahnung, nebenbei ein YouTube-Video von mir gucken. Ich bedanke mich jetzt jedenfalls ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit bei diesem kurzen Let's Play, wenn ich das mal so sagen möchte. Und ja, bestimmt gibt es andere. Also ich empfehle den Landwirtschaftssimulator 19 da in dem Augenblick. Ne? Also bin ich ganz ehrlich, von der Komplexität fühlte sich das halt besser an und auch größer. Und dann ja, sehen wir uns in einem neuen Projekt wieder. Vielleicht Evergreen Valley. Man weiß es ja nicht, wo ihr reinguckt. Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.